solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Ach, scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie! Sind Sie taub? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Raus hier! Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Was wollen Sie wissen? Ah. Jetzt sagt sie uns doch was. Verschwinden, Verdacht, Johnny. Johnny ist zu Hause. Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Beschimpft haben, meint er wohl. Meint sie wohl. Wollen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Also wir haben zwei Fragen gestellt. Können wir die anderen jetzt auch noch stellen oder nicht? Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an einem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Verdacht, Spuren, Polizei, Johnnys Vater. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Das macht für mich auch keinen Sinn. Und all den anderen Kindern. Okay. Hätten wir mal weitergefragt nach Spuren oder so. Das dachte ich mir schon. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Es hat uns nicht viel gebracht. Ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen, jede Frage zu stellen. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Ich dachte, er legte das Geld hin, um Sie nochmal zu befragen, 10 Minuten lang. Ich glaube, uns bleibt nichts übrig, jetzt rauszugehen. Kamera.
hat er. Asthma-Spray. Lauren! Lauren, mach auf, Lady! Ich bin's! Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Okay, das geht so nicht. Da greifen wir ein. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Dir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Du wieder? Du willst wohl einen aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch auf! Arschloch. Scheiße. Wir haben verloren. Bis bald. Mädchen. Sind Sie okay? Ehrlich gesagt, mir ging's schon mal besser. Herr Walle, Karl. Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Jedenfalls hat er eine gute Rechte. Mr. Shelby? Ja. Danke. Die Quicktime-Events haben wir leider verkackt. Aber sagen wir mal, das hält doch schon aus, der Mann. Erinnerung, drücken Sie und halten Sie den angezeigten Tasten gleichzeitig, bis die Symbole verschwinden. Das mit zwei Händen machen, oder was? Okay, drücken Sie die angezeigten Tasten gleichzeitig, bis die Symbole verschwinden. Aber das meint er nicht jetzt, oder? Oder soll ich es jetzt machen? Dienstag, 8.05 Uhr. Thank you.
Wo sind wir denn hier gelandet? Also schon mal auf alle Fälle eine Polizeisperre. Warum auch immer. Hier wurde ein neues totes Kind gefunden. Okay, wie wir es vermutet haben. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Also FBI-Agent? Ja, natürlich. Sind wir jetzt? Okay, Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Regen, Journalisten, Kontrolle behalten. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen, wenigstens für den Moment. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Reporter, jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Wir suchen einen Agent Blake, warum auch immer. Video Memo 1, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Sehr mysteriös. Skalazell, Bankmanager. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. So kann man die absetzen und aufsetzen. Das war ja ganz interessant. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke. Wenn wir das beliebig oft machen können, warum nicht, ne? Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. In der Nähe der Leiche nimmt die Pollenkonzentration zu. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur.
ARI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. So, da sind wir oben. Beziehungsweise jetzt sind wir oben. Immer noch nicht ganz. Aha. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Hey, das ist ja echt cool gemacht, das Spiel. Das fesselt einen richtig, von der Spannung her und so. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Das hat noch nicht geklappt.
Leertaste QE. Hätten wir dann nochmal hochgemusst. Ich dachte, ich hätte hier unten was Wichtiges gesehen. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Na toll. Jetzt nicht noch mal hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon noch was gewesen wäre. Aber zur Not übe ich die Quicktime-Events etwas. Das ist auch nicht die schlechteste Idee. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich alles, was man hier finden kann. Zum Teufel ist hier Blut. Die Leiche ist noch hier. In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen, genau wie bei den anderen Opfern. Die Leiche ist noch hier. Viel zu viele Menschen hier, sie zertrampeln den ganzen Tatort. Die Leiche ist noch hier. Ich muss Lieutenant Carter Blake finden. Okay, also es geht nur um Blake nur noch. Das heißt, wir können einfach nur noch runter. Ich weiß überhaupt nicht, welche Tasten der will. Egal, dreckig waren wir eh schon. Macht jetzt auch nicht mehr so einen riesen Unterschied. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke.
Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt, wie die anderen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Nein. Nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später? Ja, das war klar. Alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Also, ob der uns so gut leiden kann? Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber... Wer sind Sie nochmal? Norman Jaden, FBI. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Lieutenant Blake, Sir. Sauwetter, hä? Regnet es hier immer so? Im Herbst schon. War Ihnen zu Hause etwa nicht? Doch. Doch, klar. Ganz schön kalt, hä? Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. Dankeschön. Also okay, wir müssen irgendwie dem Mörder näher kommen. Einmal ja mittels dieses Privatdetektivs, der die Schlägerei verloren hatte. Jetzt haben wir diesen FBI-Agent und ansonsten hat die Geschichte ja angefangen mit uns als Familienvater, der Grace als Frau, die mittlerweile geschieden waren, und den beiden Söhnen. Bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ich glaube, hier findet sich nichts mehr. Okay, da war ich schon, oder? Nee. Ah,
KI-Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. Toll. Wir könnten nochmal zu dem Blake gehen. Ich stelle hier alles am Audio rum. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendeinen Effekt hat. Doch, ich glaube, es ist besser jetzt. Okay, also in die Richtung geht er nicht weiter. Eine tote Katze. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Noch nicht. Toll. Okay, da hinten. Okay, nochmal ansprechen können wir den nicht. Oder vielleicht, wenn wir die Brille absetzen. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Ha, ich hätte auch bleiben können. Wahrscheinlich hätte es sich aber nicht gelohnt. Nochmal da hoch macht wenig Sinn. Okay, ich glaube, in der Richtung kann man gar nichts mehr machen. Außer ins Auto steigen. Ja, aber irgendwie ist mir doch noch danach zu bleiben. Wobei, übersehen habe ich jetzt auch nichts, ne? Glaube ich zumindest.
Geh jetzt noch einmal hoch. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Okay, natürlich, hier ist halt abgehauen. Wir gefahren. Oder hat angehalten, ist hier rein und raus und da runter. Dann verfolgen wir doch die Spuren nochmal in die andere Richtung. Ich glaube, wir haben unten irgendwas übersehen. Ah. Ja, Scheiße. Ah, so geht's also. Fast zumindest. Wobei, eigentlich haben die uns nur da hochgeführt, ne? Was haben wir denn hier? Die Leiche am Ende. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Also das war's. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ich habe genug gesehen. Schnell zurück zum Revier, sonst hole ich mir noch eine Lungenentzündung. Beeindruckend.
Die einzigen Spuren, die der Mörder hinterlassen hat, wollte er auch hinterlassen. Er wusste genau, was er tat, bis zum kleinsten Detail. Okay, schon mal gut zu wissen. Das Wichtigste hatten wir uns nicht angeschaut, die Leiche im Zelt. Aber so kommt's. Ich bin ja nochmal zurück, zum Glück. Was hatten wir denn? Fußspuren? Blut vom Opfer am Zaun? Und die Spuren vom Auto. Jetzt schnell zurück. Was haben wir hier rechts? Ach so, wir hätten uns anschneiden können.